Hi Leute, willkommen zurück zu BitTrip Runner Future Legend of Rhythm Alien, yay! Und wir machen ein Responsibility Level. Ja, wir sind in BitTrip World, also BitTrip heißt glaube ich sogar nur. Und machen wir mal das Level. Mal schauen, soll es wieder schwieriger werden als bei den anderen Levels? Ich mache mir leichte Sorgen, aber egal. Wir sind Gurkenmann und Gurkenmann kann nichts aufhalten, right? Außer super schwere Level. Und so ziemlich jeder Gegner. Und eigentlich auch so ziemlich alles andere. Aber bisher schlagen wir uns ja ganz okay. Juhu. Bam, bam, bam. Ich dachte, das wäre was Einsammelbares. Huch. What the fuck? What am I thinking? Bam, bam. Das Einzige, was ich den BitTrip-Macher noch auf den Weg geben kann, ist, dass die Levels noch, ja, beinahe zufallsgeneriert aussehen manchmal. Ich meine, insgesamt passt's dann, aber am Level-Design kann man in diesem Spiel, glaube ich, noch ein bisschen feilen, weil das Einzige, was ein Level wirklich herausstechen lässt, ist der Hintergrund und das sollte nicht sein. Bam. Yay. Das war knapp. Ah, wir haben es gut geschafft. Bam, bam, bam. Yay. Und das ist schon der Mittelpunkt nach nur 2 Fail-Versuchen. Waren es 2? Ja, ich glaube, es waren 2. Dum, 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 dum. Oh, das wäre ein Arcade-Level gewesen. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Wir müssen das zweite Jump-Pad nehmen. Okay. I'm interested in that. As you may know. Dum, dum. Dahin. Woohoo! Get ready for the Arcade. Ich dachte schon, das könnte eins der letzten Episoden werden, aber wir müssen ja noch die Arcade-Welten ein bisschen durchschauen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wo überall Arcade-Welten drin sind. Das sieht man ja, glaube ich, nicht am Level an sich. Deswegen... Dup, dup, dup. Hier gibt es auch nie einen Checkpoint, das macht es auch noch schwerer damit. Nochmal, nochmal. Aber ich denke mal, es gibt auch hier wieder so 42. Das heißt, wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Bam. Wäre auch gut, wenn wir nicht die Hälfte geschafft haben. Bam, 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 bam. Sonst wäre das Level ja schon vorbei, richtig? Bam, 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 da, da, da. Ah, damit. Ich darf hier nicht springen. Nicht springen. Brain, do you understand? Do you copy? Da, 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 da. Yay. Ich wünschte, mein Gehirn würde mal öfters auf mich hören. Hopp. Aber wie schon gesagt, ich sehe mein Unterbewusstsein eher als eigene Person an. Dup, dup, dup. Oh, dammit. Oh. No. Willst du das Level neu machen? Boah. Okay. Das ist relativ heftig. Na gut, ich mache jetzt erstmal das Level normal und ich denke mal, dass ich die Arcade-Level dann im Zusammenschnitt zeige, so wie ich sie schaffe. Habe ich schon eins verpasst? Schon wieder eins verpasst? Was geht ab? Bin ich jetzt aus dem Rhythmus oder was? Dum, dum. Ja, ich denke mal, Zusammenschnitt ist da am besten. Vor allem, wenn ich da mehrmals verliere und wenn wir es immer wieder von vorne anfangen. Das wäre doof anderweitig. Dum, bam. Yay. Mir auch. Und Mittelpunkt. No problem. At all. Dum, dum, dum. Nehme ich noch mit. Gehen wir hier unten entlang erstmal. Ah, die Arcade-Levels sind auf jeden Fall cool, die möchte ich euch zeigen. Auch wenn es mich ein bisschen Zeit im Zusammenschnitt kostet, das ist okay. Hopp, hopp, hopp. Yay, extra. Wow. Ducken. Das Ding kann ich nicht abwehren. I'm in flow. Damn it. Jetzt habe ich irgendwas verpasst. Eine Schatztruhe. No. Und ich konnte mich nicht mehr töten. Natürlich konnte ich mich nicht mehr töten. Naja, egal. 32 von 34 und ich hab's so verloren. Naja. Nicht so schlimm. Machen wir erstmal das Level hier, Megathon. Ich weiß, ich mache jetzt die Level in einer anderen Reihenfolge. Oh, Schlüssel gibt's hier noch gar nicht. Das heißt, Stopp. Exit Level. Erst Key Vault machen. Ich Idiot. Dup, dup, dup. So, hier, Alternate Exits sind normalerweise immer schön ausgeschildert, das heißt, sollten eigentlich kein Problem sein. Ah, schönes BitTrip, schildert seine Geheimnisse aus. Bam, ich wollte schon ducken. Das
wäre übel gewesen, glaube ich. Hopp. Nein. Yay. So könnte es weiterlaufen. Bisher nur einen Punkt verpasst. Und hier runter und da Sprung und da runter. Wow, 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 wow. Yay. Nice. Mittelpunkt. Ohne irgendwas zu verhauen. Ich hätte echt nicht die Stil-Level in falscher Reihenfolge machen sollen. Da gibt es ja gar keinen Fail mehr. Normalerweise sage ich das und fail direkt danach. What's happening? What is this madness? Oh, okay. Hab zumindest eins verpasst und bin runtergeflogen. Das war jetzt nicht Absicht übrigens. Auch wenn es so aussah. Nein, 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 nein. Dum, dum, dum. Au. Natürlich. Natürlich musste er so laufen. Erst perfekt, dann nicht mehr perfekt. Bam, 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 bam. Oh, ich freue mich jetzt gleich noch DuckTales aufzunehmen. Wuhu. Bam, bam, bam. Eigentlich müsste ich ja morgen, also Samstag als Ausgleich wieder ein Super Mario machen, aber ich habe gerade mehr Lust auf DuckTales. Bam, bam, bam. Yay. War da unten irgendwas? Ich glaube, da war wieder ein Arcade-Ding. I'm not so sure. Egal, wir haben das Level perfected. Wir haben den Alternate Exit. Ah, da war der Alternate Exit. Damn it. Kann ich mich umbringen mit der Kanone? Wieso kann ich mich mit der Kanone nicht umbringen? Nein. Aha. Das war nicht das Ziel, durch das Level zu kommen. Auch wenn ich es jetzt perfected habe. Was sehr schön ist, aber mir nichts gebracht hat. Damn it. Come on. Ich schaff das. Ganz zum Schluss muss ich mich, glaube ich, fallen lassen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, wow. Das nenne ich mal ein Secret, das nicht angeschrieben ist. Sehr schön. Bam. Ich wünschte, das hätten sie früher gemacht. An der Anfang ist eh leicht des Levels. Von dem Level. Wie auch immer. Bam, bam, bam. Dam, dam. Bah. Hoch. Runter. Hoch, runter, hoch, runter. Bah. Ach, damit. Punktemöglichkeit verpasst. Egal, Mittelpunkt. Jetzt muss ich aber auch den geheimen Weg schaffen. Bam, bam, bam. Dachte schon, what the fuck, habe ich gerade überhaupt nicht mehr über den Geheimgang nachgedacht. Dum, 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 dum. Yay. Wenn das in einem Spiel schon schwer ist, überhaupt über den Geheimausgang nachzudenken, dann macht das Spiel was richtig. Okay, ich habe nur eins verpasst, das ist okay. Duh. Damit. Okay, dann tue ich jetzt einfach nichts mehr verpassen. Right, jetzt muss alles perfekt laufen. Dum, dum, dum. Ich setze mich gerne unter Druck. Ich arbeite unter Druck besser. Das habe ich schon öfters gemerkt. Bam, bam. Ja, gebt mir ein Zeitlimit und ich kann euch Unglaubliches produzieren. Gebt mir keins und nur eine Aufgabe und ich lose ab. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Nice. Extra Alternate Exit Key Vault. Bam, bam. So. Okay. Zip. Ach, damit. Na gut. Wir haben hier auf jeden Fall mal alles und können den Key Vault Startled Future. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ich bin sehr gespannt. Dum, dum. Ich hasse diese springenden Dinger. Sowas von. Aber immerhin sind sie am Anfang. Okay. Wow. I don't know what this level wants from me. But it's nothing good. For sure. Bam, bam. Bah. Wow. Okay. Zum Glück habe ich mich schon mal vorläufig geduckt. Vorsätzlich. Nee, vorläufig. Glaube ich, ist das richtige Wort. So. Bäh. Die machen aber große Schritte. Dammit. Oh, ist das nervig. Oh man, das wird ein schweres Level für mich. Ich komme mit diesen oben hüpfenden Plattformen nicht klar. Glaube ich zumindest. Naja, bisher sah es dann ja doch recht gut aus. Deswegen. Yay. Und da auch. Und jetzt merken, dass die nächsten Plattformen auf mich zugesprungen kommen. Das war nicht perfekt. Die nicht. Die nicht. Wow.
Was ist für ein Level, wo man auswendig lernen muss? Schupp. Yay, perfekt. Dum, dum, dum. Und da runter durch. Yay. Puh. Spannend. Okay. Wie knapp das Level ist, aber ich mag's. Dum, dum, dum. Könnte mein Lieblingslevel bisher sein. Wie schon gesagt, die Levels unterscheiden sich zu wenig, als dass man da wirklich ein Lieblingslevel haben könnte. Aber das hier hat dann schon so eine eigene Note. Bam. Drunter. Drüber. Ich kann auf jeden Fall jedem vielleicht das Game empfehlen. Auch wenn ihr es bei mir im Let's Play gesehen habt. Selber zu spielen ist was anderes. Wie bei vielen Let's Plays, aber bei diesem hier besonders. Nur weil ihr es gesehen habt, heißt es noch lange nicht, dass ihr es gespielt habt. Bam, bam. Dam, dam, dam. Yay. Und so viel zu sehen gibt es ja dann auch nicht, deswegen. Das Gameplay ist ja schon das, was zählt. Und das Gute darin ist, dass ihr euch ja auch nicht spoilern könnt dadurch, weil. Was wollt ihr spoilern? What the? Hä? Muss ich da überhaupt drauf springen? I don't get it. Das Level ist auf jeden Fall anders als alle anderen. Ah, damit. Nicht auf den Timer schauen. Ja, ich habe schon gedacht, dass die Bonus-Level schwer werden. Und Keyvaults sind ja bekanntlich die schwersten Level in diesem Spiel. Wie man letztes Mal auch schon gesehen hat. Bin ehrlich gesagt froh, wie weit ich schon beim ersten Mal kam. Bam, bam, bam. Yay. Aber bis hier ist soweit kein Problem, wenn ich nicht völlig absent-minded bin. Bam, bam, bam. Okay. Ich darf da nicht drauf springen. Ich muss da drüber springen. Oh. The fuck? Hilfe. Das wird heftig. Okay. Interesting auf jeden Fall. Bam, bam. Juhu. Und hier runter. Dam, dam. So. Ducken. Drüber. Ah, das vorige, also bis hierhin ist wirklich jetzt Trainingssache. Das sollte eigentlich kein Problem mehr darstellen. Wow, doch, ich muss drauf springen, aber sowas von komisch. So, und Mittelpunkt, endlich. Das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Aber okay, einer haben wir verpasst, das ist okay. Wow, what a crazy level. Aber cool. Dum, dum, dum. Ich weiß, ich lasse mich manchmal leicht beeindrucken. Wie zur Hölle kommt man dann an das Ding hier ran? I don't know. But I would like to know. So auf jeden Fall nicht, nee. Bam, bam, bam. Oh je. Ich glaube, es kommt drauf an, wann ich mich ducke hier. Oh. Wow. Das ist schwerer als der letzte Boss, das Level. So viel kann ich schon mal sagen. Ach, damit. Ja, ich glaube, die Flugbahn verändert sich in dem Punkt, wo man sich duckt. Das heißt, je früher man sich duckt, damit, desto früher wird die Flugbahn flacher. Oh Mann. Das hat jetzt nichts mehr mit Rhythmus-Game zu tun. Dum, 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 dum. Yay. Okay. Und hier hoch. So, endlich mal weiter geschafft. Ne. Wieso? Ich bin abgerutscht vom Joystick. Dammit. Dam, dam. Hey. Ja. Tatsache, jetzt habe ich ihn anders verpasst, aber das bekommen. Toll. Super. Super, Headset-Sniper. Super gemacht. Bam, bam. Yay. Und fallen lassen. No problem there. Und es kommt noch sowas. No problem. Und hoch. Finishline. Und damit haben wir den Key angelockt. Wow. Und ich habe doch relativ wenig geschafft in dieser Episode. Aber umso besser. Das heißt, es kommen noch ein paar. All keys in the Bit-Trip now revealed. Yay. 42. Schade. Okay. Ich würde sagen, nächstes Mal kümmern wir uns dann um die beiden Level noch. Und dann in der Folge darauf schaue ich mal, dass ich alle Arcade-Dinger bekomme. Alle Geheimlevel.
Ja, ich würde sagen, das war's dann von mir für heute. Falls euch gefallen hat, liken. Falls euch sehr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß in meinen anderen Displays. Ciao, Leute!